Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Nachrichten aktuell. Heute mit dem Nachbarn Sigi. Ja, hör mal her, ich bin der Sigi, ne? Hör mal, der Vogel, der kann sich nicht einbilden, immer so eine Scheiße zu erzählen. Ich hau den auch noch an oder was, ne? Hör mal, die Pizzakarton, die nicht von mir, Kollege, bist du bekloppt oder was? Ne? Also, so wie ich das verstanden habe, teilen Sie sich einen Flur. Ja, hier, ein Flur, Mann, ist doch klar oder was? Teilen sich einen Flur. Ja, wie kann es denn sein, dass im Flur ständig Müll liegt, wenn der Herr Popelsen keinen Müll legt? Ja, das ist doch nicht von mir, aber ich muss das gerade, wenn der Besuch hat oder was, ne? Die lassen ja Scheiße da liegen, das ist wieder scheißegal. Immer du einen Popelsen, komm mal, du weißt, was ich hau den Horn, du glaubst mir das, ehrlich. Also, ja, das würde ich jetzt hier im Internet nachlesen. Ja, Entschuldigung, ja, alles klar, ja, denn, ja, alles, was Sie hier sagen, kann auch gegen Sie verwendet werden nachher. Wie gegen mich, immer, ey, hör mal, Popelsen, mit deinem dummen Gelaber, ich verstehe kein Wort, was du da sagst, ehrlich. Hör mal, ich hab ständig Theater mit dem, ehrlich. Das wissen wir auch schon, wir haben ja schon den Herrn Popelsen interviewt und er beschwert sich halt über dauernden Müll. Ja, weiß ich auch nicht, ja, sicher. Und lautstarke Geräusche nachts, sehr laute Musik. Ja, pass auf, hör mal, ich bin AC/DC-Fan, ne? Ich hör die Purple AC/DC, weißt du, oder muss die Mucke laut machen, oder? Ich bin ganz egal. Und wenn er den kennen kann, Alter, dann soll er den Garten nehmen oder soll ihm Ohrfurt rein, das ist egal, aber. Aber Sie leben ja gemeinsam in einer Gemeinschaft, in einer Wohngemeinschaft, im gleichen Haus da müssen Sie auch etwas Rücksicht nehmen tatsächlich auf die Nachbarn. Ja, ich nehme Rücksicht oder was? Nee, aber der, hör mal, der sagt mir immer, ich muss abends um 20 Uhr muss ich schlafen gehen, aber. Hör mal, wenn ich um 20 Uhr schlafen, um 20 Uhr stehe ich erstmal auf immer. Ja, mir ist das egal, aber ich gehe in 20 Uhr schlafen. Ey, wenn er mit den Hühnern schlafen will, mir ist das egal, aber ich gehe nicht mit den Hühnern schlafen. Ich gehe erst um 20 Uhr auf. Du alte Popelsen, du ehrlich, du Vogel. Ja, aber der Popelsen ist ja auch ein Rentner. Da müssen Sie etwas Rücksicht drauf nehmen. Ey, man, weißt du was? Wenn man Rentner hin und her, die Hühner schon Rücksicht oder was, ne? Ey, man, ich sag jetzt mal, pass auf, ich sag Popelsen, guck mal, wenn der im Flur ist oder was, ne? Ey, man, ich hau den so eine Schnauze, mal. Entschuldigung, was ich sag, aber weißt du was, ich hab so einen fucking Dicker von dem Popelsen, ehrlich, ohne Schnauze. Da ist ja irgendwie. Ja, da ist halt sehr viel Hass auch schon, wie ich merke. Nicht nur auf Ihrer Seite, sondern auch auf der Seite. Könnten Sie sich denn vorstellen, auszuziehen? Ne, ich zieh nicht aus, immer. Er zieht er aus. Immer. Ich bin scheißegal. Wenn man der Professor soll ausziehen, immer. Der soll raus aus dem Bruder. Immer. Ich bin scheißegal. Da will ein Kollege von mir rein, der hat mir so gesagt, der Mann, der wirft deine Bruder rein. Immer, ne? Aber ich bleib da wohnen. Professor, du kannst hingehen, wo du willst. Immer, du ein Schwanz, so ehrlich. Verpiss dich, immer. Ich bin scheißegal. Entschuldigung, was ich sag, aber ist so, ne? Der Sigi hier, hör mal. Der Sigi, ne? Ja. Aber der Helden hier lebt ja unter 25 Jahren. Ich finde, Sie könnten tatsächlich Rücksicht nehmen auf den alten Herrn. Ja, ich muss mal gucken, ich weiß, ich muss mal erstmal überlegen. Ich weiß auch nicht genau. Erstmal, bei einer Popelsen, ey, Kollege, ne, ich sag dir noch eins, aber weißt du was? Ah, ihr Faxenlicke, hör mal, ich breche hier ab, ich hab keinen Bock mit Solana, ich breche hier ab. Aber wir sind doch gerade mitten im Interview. Ja, das ist mir scheißegal, hör mal, ich bin aggressiv, Kollege, ich hab die Schnauze voll. Hör mal, ewig hab ich den scheiß Popelsen gehabt, da geht hin und her. Ich hab die scheiß Briefe schon, hab ich in den Mülltonner geschmissen, und die scheiß Pizza kann doch Popelsen, ne? Wenn du irgendwann die Pizza dir reinhaust und bei mir da vor der Tür legst, ist mir scheißegal, ich breche jetzt hier ab, ich breche ab, hör mal, der Sigi, ist mir scheißegal. Danke, hör mal, danke für euch.